Hallo ihr Lieben, jetzt wollte ich euch mal zeigen, was wir uns dieses Jahr gegönnt haben. Wir schauen immer, dass wir uns Jahr für Jahr weiter ausstatten. Wir fahren halt schon seit 11 Jahren in die Türkei und jedes Jahr merken wir halt, okay, da müssen wir nochmal was Neues machen oder da. Und da wollte ich euch jetzt mal zeigen, unser Kühlschrank fürs Auto, was wir jetzt jahrelang genutzt haben, also 11 Jahre lang. Und das ist dieses Modell. Da sind wir jahrelang mitgefahren. Allerdings haben wir hier halt total wenig Platz drin gehabt. Also es sieht natürlich groß aus, aber wir sind natürlich eine fünfköpfige Familie. Und wir mussten das halt immer nochmal mit Kühlakkus unterstützen. Und somit war da wirklich super mega viel, wenig Platz drin. Und nach einem Tag oder eineinhalb waren die Getränke auch nicht mehr so heiß. Also es hat einfach nicht so eine Leistung, dass man da halt wirklich viel kühlen kann. Ja, und gerade die Getränke, die muss man ja auch einfach immer schön kalt haben. Gerade wenn man da halt 3, 4 Tage unterwegs ist, braucht man das. Und da haben wir uns jetzt einen richtigen Kühlschrank fürs Auto gegönnt. Und so sieht das Schätzchen aus. Das hat halt auch schöne Ablagerung für die Getränke obendrauf. Wir haben hier ganze 60 Liter. Wir können sogar bis minus 20 Grad. Das heißt, wir könnten sogar damit gefrorene Sachen mitnehmen. Ob wir das nutzen, wissen wir noch nicht. Aber es hat halt wirklich eine richtig tolle Kühlschrankfunktion und es hält halt wirklich kühl. Von innen zeige ich euch das auch. Ja, so sieht das Ganze von innen aus. Hier ist so ein kleines Fach, perfekt für Dosen. Aktuell kaufen wir unsere Dosen in Holland ein. Da ist nämlich kein Pfand drauf. Und das finde ich für unterwegs einfach praktisch, weil wir die halt nicht mehr zurücknehmen müssen. Wir können die dann einfach entsorgen. Wird aber jetzt demnächst geändert. Also wer dieses Jahr noch verreist, sollte das noch nutzen. Und ja, ab nächstes Jahr müssen wir uns was anderes überlegen. Und hier ist halt ein größeres Fach, sodass wir dann halt auch Frühstückssachen oder andere Essenssachen mitnehmen können, die wir dann hinterher warm machen können und verzehren können. Genau, Wasser nehmen wir natürlich ganz normal dann mit Pfand mit. Da haben wir keine andere Möglichkeit. Da nehmen wir auch etwas mehr mit, weil wir dann unterwegs auch Tee, Kaffee selbst kochen und dafür brauchen wir das natürlich. Ja, vielleicht habt ihr ja noch welche Tipps für uns. Wie macht ihr das, wenn ihr länger unterwegs seid oder in die Türkei fahrt? Ich würde mich da freuen. Und wenn ihr Interesse habt, uns zu begleiten, einfach das Plus weg.